Moin, liebe Top-Familie da draußen und damit ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, ihr denkt euch jetzt mit Sicherheit, sag mal, habe ich jetzt richtig gelesen im Videotitel und sehe ich hier richtig? Ja, herzlich willkommen so gesehen zur Pilotfolge, zur ersten Folge oder so gesehen zum ersten Video eher wohl bemerkt, zu Wir schreiben ein Drehbuch. Ja. Die Idee kam mir echt so spontan, weil tatsächlich setze ich mich hier manchmal gerne hin, während ich die Videos geschnitten habe und dann werden sie ja gerendert. Dann sitze ich hier, manchmal höre ich Musik, manchmal gucke ich Videos nebenbei und schreibe einfach Sachen auf. Und aus diesen Ideen, die man dann ja so weiterentwickelt im Kopf, entstehen dann vielleicht Drehbücher. Ich habe tatsächlich mit Oliver, glaube ich, so drei oder vier Drehbücher schon mal geschrieben. Haben davon aber keines, abgesehen von einem Projekt, je komplett abgeschlossen. Immer nur so Ideen und haben dann tatsächlich auch so ein paar Videos auch dazu gemacht. Tatsächlich. Ja. Also von daher. So viel dazu. Jedenfalls habe ich mir dann so gedacht, Mensch, wäre es nicht irgendwie cool und interessant, ein Drehbuch zu schreiben? Natürlich hier der Hinweis, wenn ihr irgendwie, falls es vielleicht so wahrscheinlich ist, falls ihr irgendwie in einem, ja, in den Medien zu tun habt und so gesehen Ideen sucht oder, diesen Film, den wir hier gemeinsam schreiben, umsetzen wollt, auf jeden Fall bei mir melden. Rechte liegen natürlich bei mir. Ich habe hier die Videos, von daher, ich kann natürlich belegen, dass das so gesehen meine Schrägstrich unsere Idee ist. Aber wenn ihr da vielleicht Kontakte habt, wäre ja cool, wenn ihr das herstellen könntet, wenn wir dann hier so ein richtig cooles Projekt zeigen können. Nun denn, also, dadurch, dass wir hier die erste Folge haben und wir natürlich so ein bisschen gemeinsam gucken, was für Ideen wir sammeln werden und wie wir schreiben, möchte ich euch erstmal grob meine Ideen vorstellen. Also, ich mache das immer gern so. Ich mache erstmal hier so mittig und immer so ein bisschen größer. Ich mache jetzt einfach mal 28. Oh stimmt, warte mal, das würde mich jetzt mal eben kurz interessieren. Ha, ihr seht jetzt meine Maus nicht. Das finde ich gut. Ich mag es manchmal nicht, wenn die Maus zu sehen ist. Warum bin ich nie früher selbst auf die Idee gekommen, die Maus nicht mit aufzunehmen? Weil manchmal stört das, finde ich. Also, ich schreibe hier erstmal hin. Film, Titel schreibe ich erstmal so hin und dann können wir den irgendwann hinzufügen. So. Also, wir sammeln erstmal Ideen und wir werden jetzt erstmal so Ideen sammeln, was dieser Film ausmachen soll. Also, zum Beispiel, wir brauchen natürlich Hauptcharaktere. Also, wir müssen natürlich Hauptcharaktere uns überlegen. So, eventuell viele Leben und so Charaktere. Wichtig ist vor allem die Thematik und demzufolge natürlich auch das Genre. Das Genre, warte mal, ich mache das mal eben so, das ausschneiden und das mal eben hier vertauschen. So, finde ich von der Reihenfolge besser. So, bei Genre, also ich bin tatsächlich so einer, wenn ich zum Beispiel Filme gucke, weil wir schreiben hier jetzt ja ein Drehbuch für einen Film und nicht für eine Serie. Aber wer weiß, vielleicht kommt's, ist es irgendwann soweit und wir schreiben gemeinsam eine Serie. Jedenfalls, bei Genre bin ich so eher in Richtung Thriller und Thriller und Horror unterwegs. So. Die Thematik, da habe ich mir tatsächlich so ein bisschen Gedanken gemacht
Und ich möchte mich nur daran orientieren und wir machen aber was komplett anderes. Denn ich habe ja jetzt so in letzter Zeit ja auch so viele Spieleforen mir so angesehen und war so auf Steam und habe gesehen, dass ja jetzt ein Spiel draußen ist mit The Quarry. The Quarry ist ja so gesehen ein Nachfolgerspiel von Until Dawn. Ich glaube, das Spiel ist von 2014 oder 15. So, und ich weiß, dass in diesem Spiel und ist ja auch in anderen Spielen den Schmetterlingseffekt gibt. Und das bedeutet halt eben so viel, mal eben so vereinfacht und nicht so wissenschaftlich erklärt. Jede Entscheidung, die man trifft, damit bestimmt man sein Schicksal. Und ich glaube, den Schmetterlingseffekt gibt es auch bei Life is Strange. Das auf jeden Fall. Das hatten wir auf jeden Fall im ersten Teil. Und da hat man ja auch den Schmetterling sogar gesehen. Jedenfalls, und so ein bisschen darauf möchte ich so raus. Das heißt, wir schreiben einen Film. Ich mache mal Hauptcharaktere weg, weil das braucht man tatsächlich jetzt noch nicht. Das heißt, wir entwickeln so gesehen einen Film mit dieser Idee, dass wir nicht so an diesem Spiel Until Dawn, wo es ja um Jugendliche geht, und jetzt The Quarry, wo es auch wieder um Jugendliche geht. Das heißt, wir werden keine Jugendlichen nehmen, weil wir wollen hier ja nichts kopieren oder adaptieren, sondern wir orientieren uns daran, okay, Schmetterlingseffekt und Thriller-Horror. Bedeutet halt eben, wir müssen uns überlegen, inwiefern oder welche Gruppe nehmen wir von Menschen? Also man könnte theoretisch zum Beispiel sagen, hier, wie heißen das, wenn man sich wieder trifft? Wenn man ja irgendwann Abitur hat oder Homecoming ja in USA so gesehen, dann trifft man sich doch irgendwie nach 10 Jahren, glaube ich, wieder so Reunion-Treffen. So. Ich schreibe das einfach mal kurz hin. So. Reunion-Treffen. So. Das heißt, dann sind das so eher junge oder schrägstrich junge, schrägstrich erfahrene Erwachsene. Erfahrene Erwachsene klingt auch gut. So, das heißt, man könnte theoretisch sagen, wir haben hier Erwachsene im Alter von, lass mal so grob schätzen, man macht ja somit, wir gehen jetzt mal davon aus, wir machen hier einen deutschen Film. Das heißt, wir gehen hier mit deutschen Namen, wir gehen hier mit Infos aus Deutschland. Das heißt, sagen wir jetzt mal, mit 18 machen ja die meisten die Abitur. Das heißt, 10 Jahre später wäre 28. 2 könnte man theoretisch mit reinnehmen oder ein Charakter, die vielleicht einmal vielleicht nochmal wiederholen mussten. Und vielleicht 2, die ich wiederholen musste. Das heißt, wir haben hier welche vom 27 bis 30 Jahre alt. Jetzt erstmal so grob. So, kann man ja erstmal so nehmen. Und dann könnt ihr ja auch in den Kommentaren schreiben, ob ihr sagt, ey, ich finde diese Ideen gut oder verändert das und das. Und dann gucken wir, inwieweit auch alle anderen dem mit übereinstimmen und dann entwickeln wir so die Idee weiter. So, das heißt, wir haben schon mal grob schon mal so, was wir machen wollen. Wir wissen das Genre, wir wissen, welche Thematiken wir mit einnehmen wollen und wenn wir uns jetzt wieder so an zum Beispiel Serien oder Spielen orientieren wollen, ich bin ja tatsächlich ein großer Freund von natürlich Lost und auch von Secrets and Lies. Und was diese beiden Serien gemeinsam haben, oder auch zum Beispiel Sherlock, und was diese alle so gemeinsam haben, sind vor allem für Stilmittel Rückblenden. Das heißt, Rückblenden werden wir auch mit einbauen. Und
Außerdem so, ja, so Detektivarbeit nenne ich es jetzt mal. So ein bisschen, dass man auch kombinieren kann. Das Gute ist, wir haben hier einen Film. Das heißt, man muss es ein bisschen kürzer gestalten. Wenn man eine Serie macht, kann man eine Folge, die so 40 Minuten im Durchschnitt geht, finde ich immer gut füllen. Ich weiß nicht, habt ihr zum Beispiel den Film Acht Blickwinkel gesehen? Da hat man insgesamt 8 verschiedene Perspektiven und auch zwischenzeitlich Rückblenden von den Ereignissen, die an einem Tag oder an diesem einen Tag geschehen sind. So ein bisschen könnte man sich das hier vorstellen. Also, wir machen mal erstmal so bis hier in dem Sinne. So. Also, das hier ist die Pilotfolge. Das bedeutet, ich würde es tatsächlich bei diesem Video bislang, so komisch es klingen mag, belassen. Und dann könnt ihr mir schon mal schreiben, okay, seid ihr damit d'accord, dass wir über das Genre Thriller-Horror schreiben? Was sagt ihr zu den Thematiken und zu den Infos, die wir haben? Das heißt, wir werden ein Reunion-Treffen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber vielleicht finde ich ja noch einen passenderen Begriff dafür oder ihr. Das ist so gesehen das Setting mit Erwachsenen von 27 bis 30. Und wir werden auf jeden Fall Rückblenden verwenden. Vielleicht sagt ihr auch, ey, die Idee finde ich so gut. Lass uns doch lieber eine Serie daraus schreiben. So eine Kurzserie könnte man ja auch machen. Dann schreibt es sehr gern unten in die Kommentare. Liked die Kommentare der anderen hoch, was euch am besten gefällt. Und ja, und dann sehen wir uns zu einem zweiten Part wieder. Ich freue mich mit euch, die Idee hier weiterzuentwickeln. Von daher gebt diesem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Video auf meinem Kanal wieder. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.